Das ist leider begrenzt auf, ich weiß gar nicht, wie viel km/h das Zebra kann. Mit Schiff kannst du noch schneller reiten. Ach was, richtiger Sprintreiter. Mhm. Und mit dem kannst du tatsächlich auch querfeld ein, ohne dass was passiert. Ach, hör auf jetzt. Doch, ich bin schon da. Und wenn du wegen Baum reitest, was passiert dann? Also ich bin schon da. Ich auch. Da ist sogar ein Heli. Alter, das ist gut. Digga, was hat das denn? Alter, du hast mich umgeritten. Ach so, okay. Sorry. So, einer weg. Zweiter weg. So. Soll ich den Heli holen? Bin schon da, bin schon da. Im Suchgebiet. Hier muss irgendwo was liegen, Digi. Ja, das ist der Heli. Ach, den Heli sollen wir mitnehmen? Ja. Nein. Ich muss den Helikopter zur Absturzstelle bringen. Oben links steht's. Du willst jetzt aber nicht, Bist du drin? Ja, aber das Ding ist halt... Jackie, ey, ich weiß nicht, ob die Frass, die verhungern jetzt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ne? Doch, klar. Hier ist ja noch Flugabwehr. Oh, ja, sicher. Pass nur auf, dass das du nicht runterstehst. Oh, scheiße, so ich hab auch so gesehen, hier in die Reihen geschossen. Oh, ja, ja, ja. Du musst da hin. Du musst die kaputt machen. Ich hab keine Munition mehr. Wie, du hast keine Munition? Shift drücken. Hier, schieß auf den, schieß auf den. Ich kann nicht. Wie? Du musst Shift. Ja, RIP, Alter. Ja, die Raketen sind auch reload. Ich bin rausgesprungen. Du weißt ja schon, dass der Heli unsere Questaufgabe ist. Ach so, ja, ich mach die von hier unten mit meinem Pack, weißt du? Ach, da ist er schon abgestürzt, guck mal. Lande mal, ich repariere kurz. Oh wow, das war die Palme. Alles gut. Darf auch mal Kannst die Palme reden. Warte, warte, warte. Also, du musst stehen bleiben. Alter, das ist fast tot, ne? Das Tier. Muss ein bisschen aufpassen, Jackie. So, hopps rein, komm. Weiß doch nicht wie. Warte, ich muss auf die andere Seite. Hast du wieder Raketen? Gut, los geht's. Abflug. Abflug. Oh, Digga, pass auf, ne? Nicht, dass es gleich wieder kaputt ist. Okay, alles ist gut. Alles. Oh, da ist eine Leuchtfackel. Da müssen wir hin, oder? Kann das sein? Ja, ja, da müssen wir hin. Okay, los geht's. Lande auf den Helipad am besten. Das ist nicht, nee, das nicht da auf das Dach. Ja, da kann ich sehen. So, runter, runter, runter. Vor, vor. Nach rechts ein bisschen noch. Ah, so ist gut. Perfekt, eingepackt. Easy. Easy eingepackt. Okay, los geht's. Wir sollen das jetzt aber nicht alles mit dem kleinen Mini-Helikopter transportieren, oder? Nein, das haben wir ja gerade gebracht mit dem Heli. Ja, natürlich. Haben wir den Heli jetzt noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Das weiß ich nicht, aber wir müssen auf jeden Fall nochmal Medizin holen. Ich weiß. Aber ich würde gerne den Heli behalten, ne? Also ich höre zumindest schon mal was, aber es ist immer noch schwarz. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, die Black Screens sind schon hart lange. Danny, ach, das war's. Nur einmal, okay. Die Faust der Revolution. Ich muss mit zum richtigen Ziel. Ich will ein Autogramm. Como te llamas, señorita? Honron. Dark Savage, und da bin ich auch schon auf dem rechten Platz. Wie geht's, mein Lieber? Grüß dich. Terroristas. Honron, das ist Lorenz. Ich weiß, wer das ist. Ich glaube, das Wort, nach dem er sucht, war Guerilla. Ihr seid keine Guerilla. Ihr seid eine Straßenbande. Wenigstens verstecken wir uns nicht in den Bergen, während die Welt untergeht. Habt ihr gesehen, was da unten los ist? Seht euch mal eine Bio-Wiederanlage an. Traut euch. Anarchisten haben Legenden nichts zu sagen. Me entiende? Genug, Lorenzo. Nein, weißt du was? Fickt euch. La Moral behält die Vorräte. Das ist unsere Revolution. Ich bin ein bisschen verschnupft, aber sonst geht's mir gut, sag's am Arsch. Dankeschön. Ein Bauer ist heute ins Kreuzfeuer geraten. Er hat eine Kugel im Bauch. Ohne das hier wird er nicht bis morgen überleben. Lucky Mama. Viele der Kugeln, die ich raushole, sind von La Moral. Diese Frau. Es macht einen Unterschied, ob man mit Waffen spielt oder in der Revolution kämpft. El Tigre. Ich würde ja gerne, Jackie, mal gegen dich Age of Empire spielen, ne? Vorträge können sie gut. Wenn die Abuelos in einem Museum leben wollen, meinetwegen. Ich hab's tatsächlich installiert. Alter, nice. Aber ich nehme mir ein paar Souvenirs. Aber ich hab's noch nicht gespielt. Lass uns reden, wenn du Zeit hast. Ich brauche nämlich mal wieder ein Opferlamm. Ja, ja. Weißt du, du hast dieses Spiel bestimmt schon gesuchtet ohne Ende. Ey, ich hab das war mein erstes Spiel, was ich im LAN gespielt habe, Age of Empire 2, ne? Ja, aber mit Age of Empire 4 habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Ist genauso wie der zweite, also ein bisschen einfacher, ja, ja. Also vom Handling her, der Einstieg ist leichter. Weißt du, ich habe Age of Empires nur gespielt mit dem Cheat hier, ich glaube Big Daddy oder Flying... Die Viper, die so Steine schießen kann?
Genau, genau. Und, ja, und der fliegende Holländer. Klassiker, Klassiker. So, pass auf, ich rede mal mit dem Hauptquestmann, oder? Ich gehe mal zur Waffenbank. Mach du mal Waffen. Ich werde dann schon mal die andere Flagge ausschalten, vielleicht, wenn du so lange brauchst. Diese medizinischen Vorräte helfen uns, viele von der Guerilla wieder zusammenzuflicken. Gracias. Lucky weiß sie auch zu schätzen, selbst wenn sie es nicht zeigt. Warum bist du denn seit 5:30 wach? Was ist denn los? Bist du aus dem Bett gefallen, oder was, Digi? Braucht frisches Blut. Jetzt müssen wir an Lorenzo arbeiten. Die Hälfte der Abuelos hier hängt an seinen Lippen. Conron meinte, Lorenzo müsste nur mal eine Bio-Wiederanlage besuchen. Aber bring Lorenzo mal dazu, irgendwas zu tun. Das ist wie ein Laster durch den Schlamm zu ziehen. Seitwärts. Ich werde ihn ein bisschen daran erinnern, wofür wir mal gestanden haben. Und du bringst Bio wieder zu ihm. Du musst nur reinschleichen, Fotos von allem machen, was verdächtig ist, und abhauen. Für eine sogenannte Forschungseinrichtung haben die viel zu viele Waffen pro Laborkittel. Die haben was zu verbergen, Bebe Tigre. Und wir werden es Lorenzo ins Gesicht klatschen, was es auch ist. Okay. Ich hoffe, du kannst mit Kameras umgehen. Jackie. Was sagt ihr Kids heutzutage? Kein Filter? Jackie. Ja, was denn? Bist du da? Nö. Okay, alles klar. Warte. Dann mache ich schon mal die Flak fertig. Ich rüste gerade Gewehre aus, weißt du? Ja, das ist gut. Nimm mal die richtig guten Gewehre. Aber was hast du denn für eins? Erzähl mir mal, was du... Ja, kann ich dir sagen. Ja. Wo sehe ich denn das? Das weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ah, guck mal an, ich habe hier noch einen. Warte. Also ich habe die AKM, halt, das ist eine Standardwaffe. Warte. Dann habe ich eine Spezialwaffe, das ist die richtig, richtig gute Einzelschusswaffe. Surf and Turf heißt die. Ah, ja, die habe ich auch gerade ausgerüstet. Die ist richtig gut. Ja. Die kann man zwar nicht modifizieren, ich habe noch Fischanhänger dran gemacht, weil das passt so, finde ich, thematisch. Und als Sniper habe ich die 308 Karabiner mit Schalldämpfer. Was ist... Was hast du als Sniper da nochmal? Sorry. Die 308 Karabiner mit Schalldämpfer. Ah, okay. Ja, da rüste ich gerade die SWD aus. Wir müssen reden. Ist die besser? Alter, du hast eine SWD? Ich habe eine SWD, ja. Digga, das ist übelst die Maschine. Die kenne ich aus Escape from Tarkov. Das ist ein richtig krasses Teil, Mann. Ich will auch eine SWD haben. Ja, keine Ahnung. Aber da kannst du da noch Mods draufknallen hier. Inshallah, Bruder. Überlegene Position. Ja, das machen wir. Ich rüste jetzt mal das Camp hoch hier, Leute. Wir haben so viel Materialien, weißt du, wir müssen die auch mal ausgeben. Also. Ja, ne, die Materialien verbrauchst du auch, wenn du so Mods auf deine Gewehre und so drauf knallst, ne? Ja, aber nicht die. Also Metall und Benzin zum Beispiel nicht. Wir haben so viel. Statt der Guerilla kämpfen wir mit besseren Waffen und besserer Ausbildung aus. Kundschafter, Aufklärungslaptops, die. La Cantina mit leerem Magen soll man nicht kämpfen. Eigentlich nur Scheiße hier, oder? Ich mache einen Guerilla-Stützpunkt. Ach so, nee, machen wir nicht. Abbruch! Ich glaube, da muss man irgendwas machen für, oder? Um den Guerilla-Stützpunkt dann noch zu bauen. Wo sind denn hier unsere standardmäßigen Sachen? Kann man hier nichts anderes bauen? Also ich muss sagen, mir reicht das schon, wenn wir einfach unsere Waffen aufrüsten. Echt, ja. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, deren Hühnerhütte irgendwie zu verbessern. Da müssen sie schon selber für kämpfen. Das ist keine Hühner. Das wird uns hinter. Alter, hier ist Mucke! Ich gebe mal 10 Pesos. Sehr gut. Oh. Okay, ja, dann los, Jackie. Los geht's. Wir machen jetzt Folgendes, ne? Wir nehmen jetzt erstmal den Helikopter. Und machen die Flak noch. Die letzte Flak machen wir noch, ne? Ach, die magst du auch noch machen. Ja, natürlich. Dass wir überall fliegen können. Weil wir haben ja jetzt so ein. Gerade hier in dieser Map. Du kannst ja hier nicht, weißt du, also wir müssen da schon fliegen oft hier, ne? Das ist hier alles so bergig und so. So, wir nehmen mal einen kleinen Flinken, oder? So, jetzt haben wir, ich mal ganz kurz meine Waffen angucken, die ich jetzt hier habe. Also das ist jetzt, ist das die Einzelschuss, die geile? Die Hallo Sapsi, grüß dich! Die hat kein Visier, ne? Die hat nur so einen Laser drauf. Die hat nur, na das ist ja schon ein Visier. Ja, nee, das ist die SWD, aber die hat kein Visier drauf. Ja, da musst du noch mal aufrüsten gehen. Das, was willst du denn mit einem Scharfschützengewehr ohne Visier? Das ist einfach nur wie eine lange Pistole dann. Ja, ich weiß auch nicht, warum das kein Visier hatte, das Teil. Bruder, du musst da Visier drauf machen. Ja, dann warte ganz kurz noch. Ja. Soll ich schon mal die Flaschen machen? Ich komme dann wieder her. Das geht halt leider nicht, weil ich werde ja dann weggeportet. Ach so, ja, aber gut, dann wirst du ja zu mir geportet. Bis dahin hast du das Ding auch ausgerüstet. Dann fliege ich schon mal los.
Lars, ein bisschen Geduld manchmal wäre gut. Hey, Geduld und Lars passt nicht zusammen. Ja, ich merke schon. So, Optikfeld muss man... Ja, siehste? Wow, danke. Ich wusste nicht, dass er sich so schnell befähigt. Oder du hast halt mal Geduld. Das wäre manchmal echt schön. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich nerv dich. Pilot, landen Sie, sonst eröffnen wir das Feuer. Ich wollte halt gerade mein Visier drauf machen. Ach, jetzt ein Papalapap, Visier, ich höre mir nur Visier, Visier. Ist das schon kaputt jetzt? Nee. Nö. Okay, ich lande trotzdem mal, dass uns das Vieh da nicht abgießt. Dann können wir es nämlich noch benutzen, weißt du? Okay, okay. Dann lass mal kurz kaputt machen. Aber was, wie schön das hier aussieht, ne? Lauter große Tabakpflanzen, oder? Ist das Tabak? Nee. Nee, glaube ich nicht. Das sind Ananaspalmen oder so. Ich habe keine Ahnung. So, du hast doch Dynamit, ne? Ah, ich habe alles dabei. Sehr so, gut, sehr das gut. War's schon. Ja, noch nicht ganz. Wir müssen hier noch das so. Uran holen. Da kannst du mal deine neue Waffe ausprobieren? Die ist Surf and Turf, die mega gute Waffe. So, Uran haben wir. Außerdem das Pferd getroffen. So, der ist schon tot. Oh, pass auf, da ist ein Bombenleger. Ja, ein Two-Shot. Geil, das ist geil. Gut, oder? Ja, die ist gut. Okay, gut, dann lass hier zurück. Hier doch wenigstens ein Visier drauf. Da ist ein Visier drauf, ja. Ich weiß nicht, was du mit der SWD machst, da. So, okay, Jackie, komm. Lass jetzt, wir sind ja gleich wieder in der Base. Wir machen nur mal ganz kurz hier. Du brauchst das Sniper-Gewehr. Ist da ein Scheindämpfer drauf auch? Wo ist denn das? Wo haben wir denn geparkt überhaupt, Digi? Ich hab da drüben den Helikopter schon gesehen. Achso. Runter damit! Ich hab... Okay, ich bin da. Sehr gut. Dann steigen Sie ein. Jetzt können wir nämlich hier unbedarft fliegen. Ja, warte, ich wollte nochmal reparieren kurz. Und das ist ja doch schon ein bisschen... Okay, ist voll. Los geht's. Los geht's! Abflug. 400 Meter, da hätten wir auch zu Fuß hinlaufen können eigentlich, ne? Mhm. Oh, ja, das sollen wir jetzt hier untersuchen. Dann nimm mal auf dem Dach da. Nee, dann kommen wir da nicht dran. Pass auf, das ist eine Alarmanlage. Lass mich mal kurz hier die... Kann ich nicht rausleiten von mir. Sie hat uns Essen und ich hab da eine Idee. Ja, mach mal. Lorenzo hat sich immer über ihre Tattoos und die gefärbten Haare. Das ist die einzige? Nee, da sind noch zwei andere. Ja, das ist schlecht. Das ist auch gut. Wo ist die letzte? Das war's, ne? Weiß ich nicht. Ich geh schon mal runter. Landet es irgendwo sicher? Das war der wieder ran. Was ist denn das? Warum bist du denn jetzt hier auf Fotos machen? Digga, ich hab keine Ahnung. Oh, wow. Ich stürz ab, weil das Ding hier... Der hat es automatisch aufgemacht. Ich hab da nichts mit zu tun. So, ich habe gelandet. Ich habe gelandet. Was für ein Deutsch. Ich habe gelandet. Sehr gut. Bestätige Landung, ne? Digga, ich bin tot. Kannst du mich bitte aufheben? Ja, wenn ich da reinfinde. Ja, einfach aus dem Heli springen. Ja, der Heli ist doch schon lange am Boden. Ach so. Muss mir da kurz durchkämpfen. Oh wow, ich bin auch am Boden. Warte, ich habe noch einen Rucksack. Sehr gut. Ja, so, also das ist so ein Häusemaken. Ihr müsst irgendwo ein Mörser sein oder sowas. Ja. Dankeschön, dankeschön. Gracias. Ich fürchte, das war schlimm. Stirb halt jetzt. Kannst du ganz schnell hintereinander drauf drücken, ne, auf die Waffe. Ja, genau. Ich bin schon wieder down, ey. Soll ich dich helfen? Das wirst du denn? Ja. Da. Alter, ich bin auch. Komm mal. Digga, ich bin auch tot. RIP. Ich war vergiftet, ne? Warum hast du denn vergiftet? Aber ich bin noch nicht ganz tot. Also irgendwie kann ich noch hier irgendwas... Naja, also ich kann zuschauen. Ja, ich auch. Geh mal auf zuschauen, ich geh auch auf zuschauen. Ja, ich versuch's. Rechte Maus, das passiert nichts. Nee, bei mir auch nicht. Oh, wow. Ja, wir müssen auch warten, bis es abgelaufen ist, ne? Dann drück nicht die Leertaste. Ah, jetzt hat er's gecheckt. Ja. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, ne? Ja. Ja, gut. Also, wir sollen da. Paul, grüß Fotos dich! Wo kommst du denn her, dass du auch beim Twitch-Chat jetzt dabei bist? Wo warst du denn vorher? Grüß dich, Paul. Blöd, ne? Herzlich willkommen, mein Lieber. Hi. Ich weiß jetzt schon genau, auf was es hinausläuft. Wir machen Fotos.
Ja? Zeigen das dem und dann sagt der Typ, okay, jetzt müssen wir es kaputt machen. Das ist nicht dein Ernst. Mit Sicherheit. Ich bin mir sicher, das läuft so. Meinst du unsere... Ach, von YouTube kommst du? Krass. Ja, herzlich willkommen, mein Lieber. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Alter. Tatsache. Foto, ne? Ach, wir sollen von den Gefangenen Fotos machen. Weiß ich nicht. Mit X steht hier. Doch, doch. Wir müssen da irgendwie jetzt rein. Was sie denn? Ja, ja, doch. Ja, dann herzlich willkommen, Paul. Schön, dich hier zu sehen. Wie geht's? Ja, aber wir spielen jetzt kein Zelda und kein Hausflipper. Wir spielen richtig brutale Sachen heute. Und zwar Far Cry. Oh mein Gott. Ein Alarm ist aus. Sehr gut. Aber die wollen schon Alarm schlagen. Naja. Also. Such den mal. Ich bin schon voll drauf. Ich bin schon voll drauf. So. So, ey, mir geht's bestens. Vielen, vielen Dank. Ist aus. Der zweite Alarm ist auch aus. Alter, richtig gut. Wir müssen Fotos machen, ne, von diesen... Ja, erstmal töten wir vielleicht die Gegner. Ja, ich mach Fotos. Oh, 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 oh. Okay, mit X. Foto habe ich gemacht. Runter? Was tun die diesen armen Leuten an? Wie viele Fotos soll ich denn machen eigentlich? 10? 12? Nee, du musst halt noch in der anderen Anlage auch noch ein Foto machen. Achso, okay, okay. Soll ich die trotzdem mal befreien, oder? Ich glaube, die sind tot. Ja, die leben. Also die zappeln auf jeden Fall noch ein bisschen, ne? Und stammt aus dem Fischerdorf. Mir geht's super, Paul. Ey, ich find's richtig gut, dass du rüberkommst, ne? Dass du mal reinkommst hier. Auch wenn das vielleicht nicht dein Spiel ist. Musst du da irgendwie rein. So, wo muss ich hin jetzt, Jackie? Ah, da. Hast du Fotos da hoch gemacht? Ach, hier, warte, hier ist Mission. Ich mach schon, ah, okay, 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 sehr gut. So. Jetzt müssen wir 72 Meter. Da hinten ist noch irgendwas da drüben noch. Tattoos und gefärbte Haare. Hatte ich noch rüber? Die Augen offen. Gracias. Natürlich ungefähr da. Oh, wir haben eine SPD, hab ich jetzt bekommen. Ja, das sicher. Ja, und ich hab die abgesägte Schrotflinte bekommen. Ich brauche mehr Bilder. Das ist gut. Wie komme ich denn hier raus, Mann, aus diesem Labyrinth? Ich hab keine Ahnung. Na, da ist noch eine Tür. Medizin können wir auch noch mitnehmen. So. Ja, Medizin sind immer gut. Ich muss auch mal Medizin kurz. Ey, hier explodiert alles, Jackie. Wir müssen hier aufpassen, ne? Okay, ich bin im Suchgebiet. Soll ich hier auch Fotos noch machen, oder? Ja, ja, ein Foto muss noch machen. Ich habe eins gemacht, Alter. Aber... Ah, hier, vielleicht von der Brühe. Naja, nee, dem Parias, was sie denn antun. Ja gut, aber ich weiß ja nicht, wo muss ich denn da jetzt hinlaufen? Augen auf, dann okay, alles klar, am Türmchen. Alles klar, ich muss zum Türmchen. Doch, ist dein Spiel. Ja, cool. Ja, dann herzlich willkommen, mein Lieber. Dann herzlich willkommen. Ah, ich muss nichts fotografieren. Ich muss hier was aufmachen. Nee, pass auf, Jackie, jetzt könnte was ganz Dramatisches passieren jetzt, ne? Irgendwas wird geflutet, glaube ich. Was zur Hölle ist denn diesem See? Der See wird abgepumpt. Oh mein Gott. Da müssen wir fotografieren. Und da liegen Leichen drin und die müssen wir abfotografieren. So, habe ich. Questmarker ist immer noch da. Ja, dann habe ich noch nicht lang genug gewartet. Jetzt habe ich. Sehr gut. Alter, die werden hier einfach reingeschmissen, ne? Ja, es ist wie so ein Konzentrationslager hier. So wird das. Alter, sag das nicht. Guck mal, hier sind so Anzüge. Ja. Ja. Das sind doch die von Haus des Geldes, ne? Ich habe die Bilder. Du glaubst nicht, was sie unseren Leuten antun. Nicht ganz wahrscheinlich. Der Heli ist jetzt wahrscheinlich weg, oder? Nach unserem Respawn. Das ist wahrscheinlich, ja. Ja, wow. Das ist ganz schlecht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ganz, ganz schlecht. Okay, dann lass mal rübergehen. Ja, Alter, 1300 Meter. Das ist ja zum Mäusemelken. So. Ich kann halt echt das Fahrzeug nicht rufen, ne? Kannst du dein Fahrzeug rufen? Ich kann mal jederzeit rufen. Das muss irgendwie ein Bug sein oder so. Nee, wahrscheinlich, weil ich jetzt in deinem, weil du der Host bist. Mach mal Schnellreise. Ah, oder so. Ja, weißt du, wir müssen wieder die Klippe hoch. Da kannst du ja nicht so fußlang hochlaufen. Nee, nee. Dann kann ich jetzt mein Visier drauf klatschen, oder? Könntest du machen, ja. Dann suche ich mal meine Werkbank. Endlich ein junger Mensch, der mir Werkbank. Hält. Stimmt, ich kann jetzt auch mein SVD ausrüsten. Meinst du, das ist besser als normale Scharfschützen werden SVD? Die hat mehr Power. Echt? Ja. Tatsache, das ist ein Stufe 3 Gewehr. Ja, das ist ja... Oh, so, boy. Info. Ad-Hoc-Visier oder... Also wie viel panzerbrechende Munition ist immer ganz wichtig. Weil sonst kriegst du die schweren Dinger nicht down. Dann nehme ich großen Schalldämpfer. So. Und ich nehme das größte Visier, ne? Oh, vierer Visier ist zu teuer. Ich brauche industrielle Platinen. Wo soll ich die denn herbekommen? So, und was meinst du? Munitionsfeld, panzerbrechende Munition oder Weichziel?
Ja, Dark Savage, das ist das Ding. Schalldämpfer haben wir drauf. Ich weiß nicht, ob ihr da gerne zuguckt bei Forza. Wenn ich Forza spiele, ich würde es gerne, ich spiele das schon, ne? Ich spiele das offstream. Und ein Talisman. So. Aber ich kann dann den Chat halt nicht lesen, weißt du? Was ist denn das hier alles noch? Laserpointer, das brauche ich nicht für ein Scharfschützengewehr, oder? Ich mach's einfach dran, komm. Weiß ich nicht. Mach einfach mal drauf. Wir machen's dran. Und zwei Mods habe ich noch. Ich habe einmal... Oh, hier. Ich habe jetzt schon welche freigeschaltet. Die muss man hier nur einmal kaufen und kann die dann für alle Waffen nehmen, ne? Richtig gut. So. Nachladen brauche ich eigentlich nicht, oder? Weiß ich nicht, was du brauchst. Cool bleiben. Abklingzeit von Schalldämpfer. Ja, das ist gut. Aussehen kann ich auch noch ändern. Oh boy, in schwarz natürlich. Jetzt sieht's aus wie bei Tarkov. Und Munition hängen wir da dran. Oder? Also ich habe auch die Munitionskugel als Talisman drauf geklatscht. Ja, das sieht schön aus. Dann haben wir jetzt das gleiche Gewehr. Genau, ja, ja. So, F wie ausrüsten. Okay, ich bin ready. Da oben musst du mit Lorenzo quatschen. Mit Lorenzo, ja, ich geh mal hin. Ich geh mal gucken. Alter. Okay, du quatschst schon. Okay, alles klar. Also Videosequenz. Wir waren nur Kinder, Alter. Ah, das ist natürlich schade, Dark Savage. Ich habe Fotos von dem Ort gemacht, den Honron erwähnte. Man muss wischen. Nach links. Sehen Sie frei für dich aus. Mierda. Das ist das, wogegen Libertad und La Moral kämpfen. Oha. Wir können uns dafür hassen, aber wenigstens tun wir was. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen, das Bild. Das passiert überall in Yara. Das kriegst du nur von diesem Berg aus nicht mit. Ich will das nicht mehr sehen. Ich habe nicht für Castillo gestimmt. Der Krieg ist vorbei. Das war Zeitverschwendung. Está bien. Du hast ihn erschüttert. Ja, Paul, wir haben gerade Fotos gemacht von irgendeinem Lager, wo Leute eingefärcht und gefangen wurden. Wir haben die Fotos gerade abgeliefert und ich glaube, wir sind dabei, die alten Veteranen dazu zu bringen, darüber nachzudenken, in den Krieg mit einzusteigen, oder? Aber die wollen es noch nicht so richtig wahrhaben. So, wir haben hier eine neue Mission. Soll ich die annehmen, Jackie? Ja, quatsch mal mit dem. Mit ihr, das ist eine Frau. Das ist eine Frau, ja, sprich mit ihr. Okay, ich spreche mit der Frau. Nur, die hat Waschbrettbauch, ne? Hallo, der Schlitz, moin! Stehst du denn drauf, hast du gesagt? Zeit nicht. Wir befreien El Este mit ihnen oder auch ohne sie. Warum stehst du da vorne? Du musst mit meinem Boss sprechen, Elena. Die läuft von mir weg. Und du musst dir aus der Nähe ein Bild von uns machen. Geh in El Agujero vorbei. Das ist die krasse Basis von La Moral in Concepción. Sag dem Türsteher Folgendes. Das ist ja strange, echt. Dass wir im selben Spiel sind und sie bei mir wegläuft. Und bei dir steht sie da. Steht bei mir nicht. Ich bin aber in diesem Bildschirm, in dem Missionsbildschirm gerade. So, jetzt habe ich natürlich nicht gecheckt, was wir machen sollen, ne? Aber, na gut. Gut, die neue Revolution, Einsatz in 3000 Metern. Ah, das schreit doch nach einem Flugzeug. Naja, oder Neli? Ein Flugzeug ist schneller, oder? Das ist unsere Mission, Alter. Wie parkt denn das Ding? Triff die Anführerin von La Morale. Ich komm da gar nicht hoch auf den Kran. Alter, du fliegst jetzt nicht mit dem Heli. Ich hab den schon gestartet. Okay, alles klar. Ich flieg mit Ich komm ja dann eh irgendwann bei dir raus. Ja, eben deswegen. Vielleicht spawn ich auch bei dir, wenn ich vorher sterbe. Ist gar nicht so verkehrt, ne? Ah, da fliegst du mit dem Heli. Okay, okay. Ich hab's genau gemerkt, dass du auf mich geschossen hast. Ich finde das Spiel so unfassbar lustig. Weil du mich abschießen kannst? Nein, einfach nur, weil ich mag das Feeling so. Okay, okay. Wie weit ist denn dein Ziel noch weg? Zweiter, ich bin direkt hinter dir. Okay. Bist du schneller? Ein Ticken, aber ich versuche, dich nicht zu überholen. Okay. Ne? Liegst du schleifen um mich rum? Nö, ich kann dir den Motor verlangsamen, das ist ja gar kein Problem. Ach so, das Wie geht's dir, der Schlitz? Wie geht's, wie steht's, mein Lieber? Ich habe noch gesehen, bis zu dem See. Ja, wir sind jetzt mit Flugzeug unterwegs. Ich weiß nicht, wohin. Dani, die Bauern in der Gemeinde Fernando haben Libertad sehr gewusst. Ach so, ja, wir müssen mit den Anführer sprechen. Mit der Anführerin von La Moral. Du solltest mit Senora Toca reden und herausfinden, was sie braucht. Sie ist die Präsidentin des Bauernkollektivs. Schon dabei. Sie hat Libertad gerade mitgeteilt, dass ihre Bauern die Vereinbarung brechen wollen. Aber wir brauchen diese Leute auf unserer Seite.
und telefonieren hier, ne? Also wir müssen die Anführerin von La Moral treffen. Ja. Genau, so steht es geschrieben. Die wohnt nicht auf den Bergen, sondern die wohnt an der Küste. Genau, na, und immerhin. Ich werde schön auf der Straße da landen, ne? Danny, das ist eine Stadt. Ich glaube, ich komme näher. Damit du es weißt, Yelena ist unser Boss. Ich bin Teamkapitän. Das ist eine Stadt, glaube ich, ne? Aber wir können hier schön landen, glaube ich. Ein Dörfchen. Oh, hier ist irgendwie wieder Flugabwehrzone. Abwehr. Ist egal, ich bin fast unten. Spione und Hacker. La Moral meint es ernst. Oh, scheiße, ein Auto. Und wenn du noch nie in Konzeption warst, dann okay, ich bin gelandet, erfolgreich. Ja, ich auch. Ich habe leider nicht durchs Stadttor gepasst hier. Das ist ein bisschen doof gelaufen, aber... Hast du gut geparkt, hast du gut geparkt. Kann auf jeden Fall auch keiner in die Stadt reinkommen, oder? Ich bin oh, die wollen ein Flugzeug in die Luft jagen. Nee, jetzt hör mal auf. Was macht der denn da? Was ist denn das für eine Laterne? Für eine... Ja, und der hat wahrscheinlich Dynamit oder so. Und der versteckt. Oh, nee! Mein Flugzeug ist tot. Ja, Mai, dann gehen wir jetzt dann hi zu der Yelena. Ja, komm, wir gehen jetzt rein einfach. Wir gehen da jetzt rein, Jackie. Komm. Oh, da kommt ein gegnerischer Heli. Soll ich den übernehmen? Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist generell eine gegnerische Stadt. Ach, was? Okay, los geht's. Ich hab mal ausgeschaltet. Heli down, Heli down. Sehr gut, sehr gut. Pass auf, hier sind Autos und so. Was müssen wir denn hier machen, Diggi? Naja, wir müssen zum Ziel gelangen. Wahrscheinlich hätten wir das heimlich machen sollen, aber... Echt? Dadurch, dass du das Flugzeug quasi im Stadttor geparkt hast, war das ja hier mit großer Ankündigung. Meinst du, die haben uns gesehen, aber wir hätten auch nicht hinfliegen können, weil... naja, da war halt eine Flagge, ne? Irgendwo. Oder ist noch ein Heli? Ich habe keine Dings mehr. So. Oh, hier ist ein Panzer auch noch. Ja, ja, hab ich auch gesehen. Oh, Spezialeinheiten sind da, ne? Ja, 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 ja. Muss mal kurz hier aus der Schussbahn. Ja, was macht der denn mit diesem hässlichen Handy? Ich will untersuchen. Wir sollen hier eine Tür untersuchen, Digi. Was? Schon wieder sollen wir Bilder machen? Ja, nee. Wir sollen was untersuchen. Heli, hast du noch so ein Supremo? Nein, hab ich nicht. Ich würde ja den Rucksack upgraden, dass ich zwei Ladungen habe, aber... Oh, wow, ich bin down. Kann nichts. Nee, ich verbrenne. Ja, ich komme. Bin da. Naja, ich hab noch den Rucksack. Aber der Heli zielt halt auf mich. Okay, komm her, komm auf die Bahn. Oh, da brennt's auch. Scheiße, ey, wir müssen hier mal ein bisschen die Leute weglassen, ne? Oh, wo ist denn der Heli? Da. Ich hab auch nichts irgendwie, was also schade, also, ich hab den Piloten. Hast du den Piloten? Glaube ich. Nee. Oder nee? Eine Brandgranate ist hier, glaube ich. Alter, das gibt's gar nicht. Weiß nicht, wie wir das machen sollen. Oh. Da ist. Eieieiei. Bin down geschlagen. Hinter dir war einer mit einer Schrotflinte. Ich bin am Boden. Muss okay, mich bitte aufnehmen. Ja, Juin. Wusste nicht, ist keiner mit einer Schrotflinte. Unten. Alles unten wieder hoch. Gut. Danke, Eddie. Danke. Aber du liegst doch hier oben. Ja, im Suchgebiet. Wir müssen diese Tür suchen. Oh Gott, der Panzer ist auch noch da, ne? Naja. Ich hab's also, der muss irgendwie weg. Den Panzer muss er irgendwie wegmachen. Naja, warte mal. Frage ist halt der wie, Panzer. Ne? Aber wir haben da hinten halt immer noch den scheiß Heli, ne? Ja. Der killt sich fast selber, dieser Panzer. Richtig. Der Heli ist. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin fast tot. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Oh, jo, jo, kannst du hinter den Panzer gehen? Ja, ich bin hinter dem Panzer. Mach ihn durch. Alter, der überfährt mich. Alter, der ist richtig schlau, der Panzer, ne? Mhm. Hat der dich jetzt lang gemacht, oder was? Der hat mich überfahren, ja, ja. Ist der Ernst? Oh, du wirfst hier mit Dynamit um. Ja, ich muss ja. Alter, muss der ich überfährt machen. Mich nochmal. Was ist denn los? Ja, der ist schlau geworden, glaube ich, einfach. Der Panzer ist fast down, ich aber auch. Ich weiß alles raus, was du hast, Jackie. Ich hab nur noch ein paar Granaten. Ah, ich bin tot. Oh, ich bin tot! Ich bin auch schon wieder tot. Aber der Panzer ist, glaube ich, auch da. Kannst du mich noch aufheben? Nee, ich bin auch tot. Ich bin leider auch tot, ne? RIP. Ja, Paul, sehr gut, sehr gut. Ein bisschen spät, oder? Aber November, Winterreifen kommen jetzt wahrscheinlich drauf. Ja, sehr schön. Ja, kein Ding. Also, wie gesagt, auf YouTube siehst du ja, wie immer, dann die Uploads. Ne? Die kommen immer ein bisschen verzögert. Ich nehme immer so ein bisschen vorher auf. Die Streams, da wirst du auf jeden Fall nichts verpassen. Ja, also keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum ich einfach sterbe.